Daisy und Topsy suchen ein neues Zuhause. Ihr Frauchen konnte sich nicht mehr retten, kam in der Flut in Blankenheim in Nordrhein-Westfalen ums Leben. Nadja Lukassen hat die beiden betagten Hundedamen aus der überfluteten Wohnung vorübergehend zu sich geholt. Die beiden haben ein Trauma hinter sich, der Verlust des Frauchens, die Rettungskräfte. Es war beängstigend für die Hunde, wenn dann plötzlich fremde Menschen durch den Matsch warten, in die Wohnung kommen, retten wollen. Und die Hunde verstehen natürlich gar nicht, worum es geht und sind noch ziemlich durch den Wind. Sie fressen auch nicht gut, das merkt man ihnen an. Und deswegen brauchen die jetzt einfach schnell ein neues Zuhause. Auch Timmy, Lilo und Juna haben viel mitgemacht. Schwimmend haben sich Herrchen Michael Spiegel und seine Hunde aus den Fluten der Erft gerettet. Der 32-Jährige hat alles verloren. Doch vor allem eines hat für ihn gezählt. Dass wir alle zusammenbleiben, dass wir alle überleben. Man ist einfach ohnmächtig, hilflos. Man ist wirklich blindlings hilflos auf andere Menschen angewiesen. Und diese Hilfe bekommt er. Michael Spiegel ist mit seinen Hunden jetzt in einer privaten Notunterkunft. Hier wird sich auch um seine Hunde gekümmert, wenn ihm noch die Kraft fehlt. Wir waren einfach glücklich. Wir haben eigentlich nur geweint. War einfach so. Reihe rund, wir haben nur geweint. Die helfen einfach, ohne zu fragen, sie helfen einfach, ohne zu murren. Ja, am Ende des Tages, wenn es dunkel wird, gibt es eine Umarmung, eine Flasche Bier, gegrillt. Hilfe wünscht man sich auch für Daisy und Topsy. Sie brauchen, wie so viele andere nach der Flut, ein neues, sicheres Zuhause.